So, heute gibt es mal ein bisschen anderes Video. Heute soll es einfach mal um mein Equipment gehen und was ich hier alles eigentlich fast tagtäglich verwende, würde ich fast sagen. Ich werde das ganze Video ein bisschen versuchen zu strukturieren, auch wenn es mir immer schwer fällt. Aber es, wenn alles klappt, sollte dann unten in der YouTube-Suchleiste dann quasi getrennt stehen, mit was ich anfange, was danach kommt, und ihr könnt quasi skippen. Wenn euch quasi nur die Drohne interessiert, dann könnt ihr gleich zur Drohne vorskippen, und wenn euch nur die Kamera interessiert, dann könnt ihr nur das anschauen. Ich würde sagen, ich fange erstmal mit meiner Hauptkamera an, weil ich filme jetzt gerade mit einer geliehenen EOS 80D von Canon. Meine Hauptkamera ist aber eigentlich hier mein kleines Baby, mein Schatz. Ist ein bisschen dunkel, oder? Ah, schon besser. Oh ja, ihr habt es ja noch gar nicht gesehen, glaube ich. Der Schnauzer ist auf jeden Fall gerade wieder am Start. Fangen wir an mit meiner Canon A7 Mark III. Das ist wirklich mein kompletter Allrounder. Mit der Kamera mache ich Bilder, mit der Kamera mache ich meine Videos. Also mit der Kamera mache ich so mein Run-and-Gun-Setup. Wieso jetzt genau diese Kamera? Ich finde einfach die Mischung sehr gut gelungen zwischen geilen Videoaufnahmen, Vollformat, und ich kann auch zwischendurch auch einfach mal ganz geile Fotos machen, auch wenn Fotos nicht das Hauptaugenmerk ist, aber das ist so quasi der perfekte Allrounder für mich, da es einfach alles kann und ich nicht eine Videokamera haben will und eine separate Fotokamera. Deswegen ist das für mich mit der A7 Mark III ein super Setup. So, was habe ich hier für ein Objektiv drauf? Ich habe mir ein Sigma 14 bis 24 mm gekauft. Übrigens, ich will versuchen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe und auch nicht zu wenig darüber quatsche. Also ich versuche, so einen guten Mittelweg zu finden, weil es gibt über einzelne Produkte, über die einzelne Kamera, kann man sich natürlich tausende Videos anschauen. Ich will hier nur kurz auf mein Setup eingehen. 14 bis 24 sind wir stehen geblieben. Ihr bekommt mega viel auf die Kamera drauf. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Das ist quasi nochmal mehr Weitwinkel, als ihr gerade auf der Kamera überhaupt seht. Es ist mein Run-and-Gun-Setup, sprich auspacken, Filmen drücken, loslegen. Und dafür klappt es auf jeden Fall schon ziemlich gut. Kommen wir nun zum nächsten Objektiv, 50mm 1.4 von Sigma, damit mache ich eigentlich meine ganzen Bilder, ist eine geile Brennweite, hast ein super schönes Bokeh, funktioniert eigentlich tadellos, was da auf jeden Fall ganz wichtig ist, haut euch auf jeden Fall einen ND-Filter drauf, damit ihr auch bei Sonne noch coole Bilder machen könnt. Hier habe ich mir was gekauft, das benutze ich aber eigentlich gar nicht so oft, von Canon, ein 24 bis 105. Ist geil, aber gerade wenn ich auf irgendwelchen Events bin oder wenn ich irgendwie was speziell filme oder so, ich kann mit dem 24mm schlecht vloggen, sprich wenn ich dann wechseln will, dass ich mich selber filme, was ich ja dann relativ oft machen muss, wenn ich quasi auf irgendeinem Event bin, ist das wieder ein bisschen kompliziert und hat nur eine Blende von F4. Da muss ich auch so sagen, das hat eine Blende von F2.8, sprich man hat wieder ein schönes Bokeh. Ich bin wirklich, also letztendlich das Resümee nach 2 Jahren, wo ich das jetzt habe, habe ich nicht wirklich oft damit gefilmt, aber es ist halt geil, weil du eine längere Brennweite hast, sprich wenn du irgendwo stehst, kannst du so ein bisschen wie so ein Sniper irgendwo hinten stehen und kannst die Leute, quasi kannst richtig schöne Close-Ups machen und fängt so schön die Stimmung ein auf. Genau, das ist das Setup. Kommen wir nun zu meinen Action-Kameras, weil mich haben wirklich schon ziemlich viel gefragt, das auch nochmal dazu, das wird schon wieder richtig strukturiert, das auch nochmal zu meiner Kamera, zu meiner Hauptkamera, wie ich aufnehme. Das haben mich zwar viele in Bezug auf meine GoPro gefragt, aber ich gehe auch jetzt nochmal hier drauf ein. Ich filme mit der Kamera alles. 1080p, 60 FPS. Die Kamera kann auch 4K, aber irgendwie ist mir der Workflow gerade noch zu stressig zu sagen, ich filme alles in 4K. Ich glaube, die wenigsten sehen überhaupt den Unterschied. Was anderes ist es auf jeden Fall mit meinen ganzen GoPros. Da bin ich nämlich mittlerweile bei 2K anbelangt. Ich filme mittlerweile sehr viel in 2K und tue es dann runterskalieren auf 1080p. Was habe ich überhaupt für GoPros? Viele denken ja, ich habe irgendwie 20 Stück. Irgendwie, ich habe meine alten sonst immer verkauft. Ich habe noch eine GoPro Hero 7. Da ist auch schön
der Display schon gesprungen bei mir auf jeden Fall. Und eine GoPro Hero 8. GoPro 7 ist quasi nur die Backup-Kamera, wenn ich irgendwie, ich kann es euch mal kurz einblenden, wenn ich irgendwie auf einem Motorrad eins nach hinten, eins nach vorne raus machen will, ist das ganz praktisch. Ansonsten habe ich quasi hier immer das Setup am Helm dran und film mit meiner GoPro Hero 8. Es ist gerade der Media-Mod drauf. Den habe ich seit neuestem drauf. Ist ganz geil, wenn ich quasi live gehen will oder eigentlich nur, wenn ich live gehen will, weil sonst habe ich das hier drauf. Das ist quasi so ein Gummiüberzug für deine GoPro und du kannst hier so schöne ND-Filter drauf machen. ND-Filter will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann schaut nach. Ganz kurz erklärt, es ist eine Sonnenbrille für die Kamera und ihr könnt quasi die Belichtungszeit runterstellen. Und es gibt ein schönes Bild. Es ist einfach cinematischer und es ist einfach schöner, wenn ihr im Hellen filmt. Sprich, meistens habe ich dann diesen Gummiüberzug drauf mit einem schönen ND-Filter. So, das zu dem Setup. Jetzt kommen wir zu der Insta360. Da hatte ich eine kleine Kooperation mit denen. Die haben mir die Kamera geschickt. Ist auf jeden Fall echt ganz witzig. 360-Grad-Videos ist auf jeden Fall wirklich geil. Ich habe es richtig gefeiert, habe es auch relativ oft im Video reingebaut. Im Nachhinein muss ich sagen, war es mir dann doch oftmals zu stressig mit den Videodaten, weil der Work-Process ist ein bisschen länger. Also ihr müsst das dann quasi umwandeln, müsst es in Premiere reinziehen und müsst dann quasi auch noch auswählen, welchen Bereich ihr filmen wollt. Sprich, wollt ihr nach hinten raus, wollt ihr da raus, wie groß soll euer Winkel sein? Es ist wirklich richtig geil. Es macht wirklich viel Spaß und ihr bekommt Aufnahmen, die ihr sonst nicht bekommen würdet mit einer normalen GoPro. Ihr müsst aber wirklich bedenken, dass ihr mit so einer Kamera auch euer Workflow einfach ein bisschen größer wird. Ihr habt ein bisschen mehr zu tun. Es dauert alles ein bisschen länger und ihr habt wieder mehr Daten, die ihr quasi sammelt. Also Insta360 Kamera ist auf jeden Fall auch dabei, aber habe ich wirklich nicht immer am Start. So, was haben wir hier noch? Wie nehme ich überhaupt meine ganzen Soundaufnahmen auf ohne Wind? Ich blende wieder mal kurz was ein. Genau, ihr habt gerade gesehen, ich habe den Ton, den Auspuffklang aufgenommen ohne Windgeräusche. Das habe ich alles mit diesem separaten Audiorekorder aufgenommen. Hab den quasi hinten am Rücken in so einer kleinen Tasche. Mal habe ich ein bisschen Windgeräusche drin, mal habe ich einen ziemlich sauberen Klang. Aber für diese Sachen, beziehungsweise wenn ich jetzt auch sowas aufnehmen würde, normalerweise habe ich noch so ein Lavalier-Mic, aber keine Ahnung, wo das jetzt wieder rumfliegt. Deswegen steht es jetzt einfach mal hier und ich probiere das so ein bisschen aus. Das auf jeden Fall noch zu dem Audiogerät. So, zu guter Letzt kommen wir nun zu meiner Drohne. Sie wurde schon oft angefragt und ich habe auch im Stream schon ein paar Mal darüber gesprochen. Wie funktioniert das? Was ist das für ein Frame und wie und überhaupt? Das ist quasi eine Racing-Drohne. Ist ziemlich leicht. Hat nichts mehr mit so einem typischen DJI Phantom zu tun. Und mit denen kann man ziemlich geile Aufnahmen machen, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich habe schon ein bisschen was gefilmt mit dem Ding. Ich finde, es ist auf jeden Fall mega geil. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, was ihr damit machen könnt. Und es hat nicht mehr so diesen typischen Drohnen-Look, sondern es wird ein bisschen kreativer, würde ich fast sagen. Ein Armatan Badger Frame. Ich habe da das DJI-System quasi verbaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Ist ein digitales FPV-System und ich sehe quasi in meiner FPV-Brille das Live-Bild von dem Copter. Es macht wirklich mega viel Spaß. Ich weiß gar nicht, es gibt eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen, weil alles, was da drin steckt, müsst ihr quasi komplett selber zusammenbauen, selber konfigurieren. Ich habe da ein bisschen Hilfe geholt von Digicopter, die haben mir das dann quasi komplettiert und haben es dann noch richtig eingestellt, weil das ist gar nicht so ohne. Also es gibt super viele YouTube-Tutorials hier auf YouTube. Es ist wirklich nicht ohne, das Ganze einzustellen, aber wenn man sich da richtig reinfuchst, kann man das auf jeden Fall auch selber sich aneignen. Dazu gab es von mir, das ist aber auch Sponsoring, die TBS Tango. Ich habe mir die geholt, weil ich vorher eine riesen Fernbedienung hatte. Und das Ding ist wirklich mega genial, weil einfach der Formfaktor von der mich überzeugt. Und ihr könnt hier die Dinger auch noch umklappen.
Also wenn ihr quasi unterwegs seid, ist das einfach mega praktisch. Viele kennen es vielleicht von euch, wenn ihr irgendwie am besten alles mitnehmen wollt, aber ihr habt einfach keinen Platz, das wirklich alles mitzunehmen, ist das einfach Gold wert, wenn ihr quasi das möglichst klein verstauen könnt. Also ihr seht schon, das Setup hier ist nicht größer als meine ganze Kamera, als meine A7. Von daher finde ich das ziemlich geil. Grüße gehen auch nochmal raus an TBS. Danke dann nochmal für die Fernbedienung. Das ist quasi mein Setup. Ich wollte euch einfach nur mal einen kleinen Einblick geben, mit was ich quasi hier alles so filme. Wie gestalte ich meine YouTube-Videos? Mit was nehme ich auf? Was habe ich für Zubehör? Und was kann ich euch raten als kleines Fazit? Hier ist auch noch mein Rucksack von Douchebags. Den habe ich mir auch selber gegönnt. Da ist quasi auch nochmal eine Kameratasche drin. Auch sehr wichtig, wenn ihr einen guten Rucksack habt. Ich würde sagen, ihr schaltet einfach mal in die Kommentare. Wollt ihr sonst noch irgendwas wissen? Wollt ihr vielleicht mehr über die Drohne wissen? Soll ich da mal ein separates Video machen? Ich weiß, das war mal ziemlich techniklastig. Aber ich dachte mir, ich wollte da schon immer mal drauf eingehen. Und es kamen auch wirklich schon viele Fragen, wie ich denn überhaupt aufnehme und mit was ich denn eigentlich meine ganzen Videos hier so filme. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in mein Repertoire, was ich hier alles zu bieten habe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und ich würde sagen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, wenn dann wahrscheinlich auch wieder mehr Motorrad-Content am Start ist. Und ich würde sagen, bis dann. Peace.